Hallo und herzlich willkommen. Ich bastel heute mit euch diese XXL-Box. Die hat ungefähr die Maße 13,5 x 12. Also da passt schon schön was rein. Was auch immer ihr damit verschenken wollt. Wir bauen das Ganze jetzt etwas maritimer nach. Das kann man sehr gut schon für den Valentinstag nehmen. Oder man hat einfach mal einen Grund, zwischendrin irgendwas zu schenken. Ich habe hier oben als kleines i-Tüpfelchen noch einen Strohhalm zerschnitten. Für die Farbe, die wir jetzt machen, habe ich leider keinen Strohhalm in der Farbe. Da lassen wir das einfach weg. Halten wir das Ganze durch ein Schleifenband. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen für die Box zwei Cardstock in der Farbe, die ihr wollt. Ich habe hier schwarz gewählt. Die kürzen wir uns. Die ist 8¼ in der kurzen Breite. Und hier kürzen wir sie uns auf 10½. Und das machen wir zweimal. Dann brauchen wir noch 8-mal Designpapier in 4,6 x 9,7. Das brauchen wir praktisch 8-mal. Dann braucht ihr noch ein bisschen Deko-Zeugs. Und für die Stabilität und dass man auch ein bisschen was reinpacken kann, könnt ihr euch entweder so ein Achteck oder einen Kreis ausschneiden. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch nachher gleich. Und wir fangen jetzt mal von vorne an. So. Die zwei A4, wie gesagt, kürzt ihr euch, zeige ich euch nochmal. Auf 10½ und 8¼ ist es breit. Also eigentlich soll es 8½ sein, aber ich finde, das reicht noch, hat noch genügend Platz als Verbindungsstück. So, an der kurzen Seite, falls ihr das Ganze einmal bei 2, ich habe das schon mal vorgefalzt, dann falzt ihr das einmal bei 4, bei 6 und bei 8 und dann habt ihr hier hinten schon die kleine Klebelasche. So, an der langen Seite wird das gefalzt bei 1 cm dann drehe ich mir das Ganze rum, so dass die 1 cm vorne sind und dann geht es weiter bei 3½ und bei 7½. Das ist schon das, was gefalzt wird. Das machen wir bei beiden. Das Schneidbrett brauchen wir gleich nochmal. So, dann haben wir diese Falz schon mal. Dann nehmt ihr euch irgendwas Großes, Rundes, also wenn es diese große Box werden soll. Ich habe mir hier einen Teller genommen. Und wir müssen jetzt jeweils hier mittig zwischen denen, also es sind ja immer 2 Inch Abstand, und jeweils bei 1 Inch müssen wir uns hier eine kleine Markierung machen von der Mitte, weil wir da den Teller ansetzen. Also ihr seht, ich hatte das ja schon mal ein bisschen vorgemacht. Also hier bei 1, bei 3, hier bei 5, und hier bei 7 jeweils so einen kleinen Punkt, damit ihr seht, wo die Mitte ist. Dann setzt ihr euren Teller an. Ich mache das, also diese Nadeldinger eignen sich wunderbar dafür und ich nehme da die kleinste Spitze und dann stelle ich hier schon mal die Spitze auf, setze den Teller an und fahre dann bis zur Ecke und dann einmal komplett von oben bis unten durchziehen, weil das obere Teil brauchen wir auch. Und das machen wir so rum und so rum.
bei jedem der vier Hälften. Also einmal so rum und einmal so rum. Ich habe das alles schon mal vorbereitet. Wenn ihr das Video 1:1 mitmachen wollt, dann macht jetzt einfach Stopp. Macht eure Sachen und danach können wir uns dann wiedersehen. Und falls ihr das Video einfach nur so schaut, dann können wir auch gleich weitermachen. So, dann haben wir alles, was schon gefalzt werden muss, gefalzt. Ich mache es dann immer noch so, dass ich hier schon mal die Rundung so ein bisschen nachgehe. Das geht auch relativ gut. Also wenn ihr das gut falzen konntet, dann legt sich der schon fast wie von selbst in diese Rundung. Manchmal nicht so, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, aber es ist schon so. Dann haben wir das schon mal fertig. Dann machen wir alle anderen Falzlinien. Können wir ganz leicht auch schon mal falzen. Das muss jetzt nicht so mega stark gefalzt werden. So, die kleine. Und dann können wir auch schon gleich loslegen mit dem Einschneiden. So, das Ganze wird jetzt so geschnitten. Wenn ihr das kleine Teil hier oben habt, dann könnt ihr hier von der kleinen Lasche das unterste wegschneiden. Also das mit dem kleinen und mit den Rundungen, das ist oben. Und unten die unterste Lasche bis zur ersten Falz können wir wegschneiden. Die müssen wir auch nicht schräg schneiden, die können einfach so bleiben. Und wir schneiden nur das Teil hier ein bisschen schräg ab. So, und dann schneiden wir auch das ganz obere Teil ab. Also auch wieder bis zur Falz. Und auch wieder einen kleinen Einschnitt. So, dann sollte das Ganze schon mal so aussehen. Dann schneiden wir die kleinen, also oben, wo die wenige Falz ist, schneiden wir an der Falz jeweils bis zur ersten Falz ein. So. Und das Ganze müssen wir auch ein bisschen abschneiden. Ich war wirklich erstaunt, wie schnell die Box geht. So, jetzt der Rest noch. So. Dann drehen wir das Ganze. Also so sollte das dann bei euch aussehen. Und dann schneiden wir hier unten auch an der Falz bis zu der ersten Falz ein. Dass wir dann hier unten vier Laschen haben. Dann können wir uns hier außen schon mal doppelseitiges, starkes, sollte schon stark sein, Klebeband anbringen. Schön dicht an der Falzkante. Und auch bis oben hin. Das schneiden wir nicht ein. Als nächstes bringe ich die Löcher an. Also hier ist wieder jedes, ich mache euch mal ein bisschen weiter weg. Hier ist wieder jedes Lochinstrument, sage ich mal, was ihr habt, egal. Ich habe hier die Crocodile und wähle hier das größere Loch. Das habe ich hier, glaube ich, auf
einen halben Inch eingestellt hier. Das ist so eine kleine Hilfe, weiter geht dann das Papier nicht. So, dafür muss ich das Ganze jetzt hier runterknicken, die kurzen Seiten. Und das Ganze wird dann da, wo wir die Markierung gemacht haben, die mittlere Markierung, wo sich auch die Halbkreise treffen, das müssen wir so ein bisschen einknicken. Hier gucken, dass es den gleichen, also dass es miteinander abschneidet. Ich finde das Wort gerade nicht. Und dann machen wir da das Loch rein. Und das macht ihr jetzt bei allen vier Seiten. Also bündig. Das Wort habe ich gesucht. Das muss bündig zusammensitzen. Und dann könnt ihr das Loch reinmachen. So in etwa mittig setze ich das Loch. So sollte das Ganze dann aussehen. Das hatte ich ja hier, das Teil habe ich ja schon mal vorbereitet. So. Dann sieht man hier auch schon praktisch, wo die Reise hingeht. Das zieht sich dann schon fast so hin. So, dann bringen wir als nächstes das Designpapier auf. Und zwar kommt das hier in die Mitte, in das jeweilige Rechteck, was wir dann haben. Ich habe jetzt ein bisschen maritimes Papier ausgesucht. Ich glaube, wenn man da eine Badekugel, so eine riesen Badekugel reinmacht, ist das bestimmt ein super Geschenk. Kann man das Ganze noch maritim verzieren. Oder viele kleine Badeaccessoires, Badekugeln. So ein Schwamm oder so passt bestimmt auch rein. Das Ganze macht ihr bei beiden A4-Papieren identisch. Also nicht bei dem anderen irgendwas spiegelverkehrt machen, sondern es ist alles komplett identisch. So. Dann sind wir jetzt auch schon da angelangt, wo ich mit diesem Teil auch bin. Und jetzt können wir, also die müssen wir uns praktisch so hinlegen, dass beide Klebelaschen noch da zeigen. Dann mache ich eine Klebelasche ab. Und lege das Teil drauf, dass es noch ein ganz kleines bisschen vor dieser Falz ist. Aber mit meinen oberen und unteren Falzlinien gut abschneidet. Und da müsst ihr dann hier oben auch aufpassen. So. Dann kommt die obere Falz ab. Die obere Klebelasche, der Schutz. Ich habe mir das so hingelegt, dass hier oben noch zwei
Falzen sind. Und dann knicke ich eine um und kann es mir direkt hier drauflegen. Und dann sollte es eigentlich auch schon, wenn es nicht verrutscht, perfekt passend sein. Das schon mal. Und hier mache ich es dann so, dass ich mir das komplett nach oben stelle und dann nehme ich nur jedes zweite knicke es runter, dann nehme ich die gegenüberliegenden und knicke es runter. So, dann kann ich das Ganze auch schon mal hinstellen. In etwa so hinschieben und hier alles schon mal so einknicken, wie es gehört. Dann habe ich mir hier einen Kreis geschnitten mit einem Durchmesser von ungefähr 12 bis 13. Und das ist schon ein Ticken zu groß. Also ich würde es auf jeden Fall machen und so habe ich es bei der anderen Box auch gemacht. Alles andere wird ein bisschen schwierig, dass ich es mir... Ich zeige es euch jetzt mal an dem halben Cardstock, dass ich das praktisch an zwei Kanten anlege. Also einmal an der unteren Kante und einmal an der seitlichen Kante. Und dann fällt das Ganze schon in die achteckige Form, die wir auch brauchen. Also da verzieht sich da nichts mehr. Und dann gehe ich mit dem Bleistift auf dem Cardstock lang, wo ich praktisch dieses Achteck brauche. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen ausjustieren später, wenn man es reinlegt. Das ist wirklich für mich der beste Weg. Ich weiß nicht, ob ihr da einen besseren Tipp habt für mich. So. Jetzt kommt einmal, jetzt mache ich hier unten das Runde rein. Und bevor ich das reinpacke, nee, da mache ich das Eckige rein, damit es von innen besser passt. Also da kommt das Eckige rein. Und da mache ich es dann so. Dass ich hier jeweils jedes zweite Klebezeug drauf mache. Dann schon mal runter. Schon mal runter. Dann könnt ihr euch das Ganze schon mal, dass es gerade ist. Ja. Jetzt fängt mein Licht an zu flackern. Müssen wir es ausmachen. So. Ihr könnt das Ganze schon mal umdrehen. Das als Boden rein. Das
einmal schön andrücken. Und auf dieser Seite mache ich jetzt das runde Teil. Das sieht ja auch niemand. Das kann man auch mal ein bisschen fester machen. Das ist für euch nur für die Stabilität, damit ihr auch wirklich was in diese Geschenkbox reintun könnt. So. Ich finde es auch besser, dass es von innen gut aussieht. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt was sieht. Und dadurch, dass es auch ein Rechteck ist, ist es einmal komplett zu. So, jetzt müssen wir uns ein Band durchziehen. Setze irgendwo an und ziehe es dann einmal komplett durch. Also so, dass immer es einmal durch diese Spitze durchgeht. Kann man aber auch einzeln machen. Oh, ich sehe gerade, mein Geschenkband ist super. Eigentlich sehr günstig. Und wenn man es anfasst, ist es auch wirklich super. Aber ich merke jetzt vorne, wenn man abgeschnitten hat, franzt das komplett aus. Also ihr seht das hier, das fällt gleich komplett auseinander. 22 Meter für 40 Cent war dann wahrscheinlich doch so günstig. Also wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommt ihr an dem Ende auch wieder raus und beide Bänder gucken nach vorne. Und wenn ihr die Bänder jetzt langsam zusammenzieht, geht das ganz allein in die Form, wie ihr das haben wollt. Und je nachdem, wie fest ihr das haben wollt, ja, dann könnt ihr es auch schon schließen. Vorher solltet ihr natürlich was reinpacken. Das mache ich jetzt nicht. Geschenkband ist wirklich nichts. Das kann man nur für leichte, ganz leichte Deko-Arbeit nehmen. Für mehr taugt das nicht. Ihr müsst ja aufpassen, dass ihr euch das nicht reindrückt. Das geht nämlich auch super schnell. Kürzt ihr euch die Enden der Schleife. So, ich habe es dann bei mir so gemacht, dass ich von diesem Gänseblümchen, das hatte ich mir bei Stampin' Up geholt, jeweils die Stanze und das Stempelset auch. Dann nehme ich zwei und lege die so einmal versetzt übereinander und klebt das vorher noch fest.
Ganze festdrücken. Ich habe mir hier vom Action noch so ein Strass draufgesetzt. Dann kann man sich das Ganze noch ein bisschen mehr 3D machen. So, das Ganze klebe ich auch mit einem 3D-Klebepad, aber mit einem ganz kleinen. Also ich nehme da ein ganz flaches. Setze ich mir das Ganze dahin. Wie gesagt, passt auf, dass ihr euch das nicht so runterdrückt, weil das rutscht dann gleich rein. Und so würde das Ganze dann aussehen. Etwas maritimer. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass man da so eine große, schön eingepackte Badekugel reinmacht. Vielleicht noch ein bisschen was dazu. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachbasteln. Das nächste Video bei mir wird wahrscheinlich ein kleines Abfilmen von meinem Wandkalender, wie ich den angebracht habe und wie ich den fertig gemacht habe. Und ja, weiter bin ich noch nicht. Also ich weiß noch nicht, was es dann gibt. Ich muss die nächsten 2 Wochenenden arbeiten, deswegen wird es da wahrscheinlich vielleicht auch mal nichts geben. Und ja, bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.